Hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Xenias Video erste. Hallo und willkommen zu einem neuen Food Haul. Heute gibt es einen Lidl Food Haul, denn wir waren bei Lidl. Und ein bisschen bei Kick und ein bisschen bei Teddy auch, weil das bei uns alles in einer Ecke ist. Und ich zeige euch mal, was wir so mitgenommen haben. Ich fange einfach mal mit Lidl an. Da haben wir übrigens 65 Euro ausgegeben bei Lidl. Bei Kick waren es 20 und bei Teddy ebenfalls. Also, das war mehr so ein, wir holen einfach das, was wir so irgendwie brauchen. Einkauf, keine Ahnung. Also, und wir brauchen Pommes. Dann gab es natürlich wie immer zweimal Toast. Ja, das weiße Toast, manchmal nehmen wir auch vollkommen unterschiedlich. So, dann Maiswaffel. Da schmiere ich mir immer gerne Teller drauf. Also, ich nehme mir was Gesundes und schmiere da was Ungesundes drauf. Na, manchmal finden sie, ich weiß nicht, ob es jetzt so gesund ist. Dann gab es ein Angebot für 2,99 €. Ganz viele Blaubeeren. Wie viel Gramm ist das? Ein halbes Kilo Blaubeeren. Also Blaubeeren könnt ihr wirklich essen, so viel ihr wollt. Beeren haben allgemein wenig Kalorien. So, dann gab es einmal Bananen. Dann gab es so zwei Börek-Rollen. Dann gab es diese zwei Laugenecken mit Körnern drauf. Die sind richtig lecker. Die holen wir öfters. Dann für 5 Waldmeisterbrötchen 1 Euro. 2 Donuts mit Vanillefüllung und 2 Mini-Donuts. Dann an Aufschnitt gab es Hähnchenbrustfilet mit Kräuter. Und dann Hähnchenaufschnitt. Dann zweimal Blaubeerskier für uns. Ein 4er Pack Äpfel. Diese Nugget-Safari. Die mag er ganz gerne. Dann diese Quetschies Apfelmus in der Tüte. So. Hähnchenbrust, 25 Liter Tüten und Exquisa 0,2%. Erst bei Lidl noch den Senf von diesem Bautzener Senf. Da habe ich einmal dieses Formil für Wolle mitgenommen. Dosentomaten gehackt. Milchschnitte und Lenovo-Spüler. Dann haben wir zweimal Bärchenleberwurst mitgenommen. Einmal den Salami. Das ist so alles für den Kindergarten. Dann Champignons aus der Dose und Peanut Butter Mousse, weil da gab es kein Crunchy. Das Crunchy mögen wir übrigens ein bisschen lieber. Dann habe ich mal frische Milch gekauft. Schmeckt ein bisschen besser in Kaffee rein. Dann haben wir den Weichkäse mitgenommen. Zweimal Pferdi-Würstchen, weil das mögen beide Kinder gerne. Dann habe ich hier diesen gegrillten Kochschinken mitgenommen. Würstchen ohne Haut. Ganz wichtig, ohne Haut. Dann nochmal diese Tomaten. Damit mache ich halt gerne Soßen. Und Champignons nochmal Vorrat. Zweimal Haarmilch 1,5%. Da kann man halt auch Kalorien sparen. Ne? Man schmeckt halt den Unterschied zwischen 1,5 und 3,5%iger Milch. Das ist leider so. Zweimal passierte Tomaten. Nochmal den Weichkäse haben wir aus Versehen doppelt geholt. Zweimal Käse auch schon haben wir auch aus Versehen doppelt geholt. Eine Cola Zero. Jetzt Kartoffeln. Und eine Sprite aus der Dose. Das hat Leo von Teddy. Das ist eine Eisenbahn. Eine elektrische, die hat 10 Euro gekostet. Die durfte sich aussuchen. So, bei Teddy jetzt. Da habt ihr die Eisenbahn gesehen. Und dann habe ich dieses Bild hier geholt. Das glitzert. Das fand ich irgendwie cool. Das passt nämlich. Wir haben so ähnliche Bilder. Dann passt das so dazu. Und das hat 5 Euro gekostet. Aber ich mag es ja so gern, wenn es glitzert. Dann habe ich so Wandtattoos mitgenommen. Die glitzern auch. Sieht man das ja. Die wollte ich allerdings dann später mal in das Zimmer auf ihren Schrank legen, weil ich die so schön finde. Dann gab es noch ein Katzenspielzeug, aber schon eins kaputt gemacht wurde. Und dann ja, so ein Hamburger, ja,
Das ist aber Fruchtgummi, oder wie man das nennt. Und dann wollt ihr unbedingt diesen Laserpointer für Nala mitnehmen. Ja. Konnte nicht überreden. Dann hat sich Malina einen Kochlöffel ausgesucht. Ja, sie wollte so gerne einen Kochlöffel. Der hat 1 Euro gekostet für ihre Küche. Also wir haben ja eine Küche für die Kinder. Und ja, dann gab es noch so ein Mausespielzeug, das vibriert. Jo. Und dazu, Moment, ihr seht ja hier das Ei. Hier ist so ein Ei. Im Ei gab es so ein kleines Pony dazu. Das hat 4 Euro gekostet. Ja, und dazu gab es das hier. Das gab es alles bei Tingi. Und bei Kek hat er sich das Schauschwert ausgesucht. Dann habe ich so eine Dose hier mitgenommen. Da wollte ich in so Kaffeebohnen reinmachen. Irgendwie hatten die mal voll die coolen Dosen. So richtig, richtig, richtig Hammer für Kaffee. Aber habe ich jetzt nicht gefunden. Was habe ich dafür bezahlt? 2,59 Euro. Aha. Ja, ist in Ordnung. Dann habe ich so eine Schale gebraucht. Aber eigentlich nicht so eine. Eigentlich eine andere. Aber ich wollte da gerne unser Obst reinmachen. Irgendwie, wir haben keine Schale für Obst. Keine richtige, meine ich. Aber jetzt habe ich so eine, die 2,99. Naja, gut. Zur Not kann man auch was anderes reinmachen. Achso, und dann habe ich mir für 5 Euro, also 4,99, einfach nur eine schwarze Leggings mitgenommen. Weil ich weiß gar nicht, wo meine ganzen Leggings hin sind. Ich glaube, ich habe alle weggeschmissen, weil die schon alle kaputt waren. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Irgendwie habe ich nur noch eine schwarze Leggings, obwohl ich voll der Leggings fan bin. So, dann gab es dieses Getränk. Und dieses Getränk, was ist denn das hier? Oh, Wassermelone. Und dann gab es so einen coolen Becher für den Sommer. Den hat sich Leo ausgesucht. Aber das ist voll cool, so für Eistee oder so. Was hat denn der gekostet? 1 Euro nur. Dann hätten wir auch mehr mitnehmen können. Das ist cool, so im Garten. Richtig geilen Eistee mit Zitronen und so drin. Dann so ein Getränk. Und so ein Getränk. Und dann gab es noch so, so Geld. Schoko-Geld, genau. Ja. Achso, und den YouTube-Beutel. Ist das ein YouTube? Naja, so ein Beutel. Habe ich auch noch mitgenommen. Der hat 75 Cent gekostet. Von Kick. Jo. So, einen tollen Beutel. Na gut, das war jetzt unser Lidl-Haul. Teddy, Kick, Haul, alles zusammen. Da haben wir insgesamt 100 Euro für die ganzen Sachen ausgegeben. Habt ihr jetzt alles gesehen? Ja, die Kinder haben alles aus der Hand gegeben. Ja, ich räume jetzt alles auf. Und ja, die Katze geht im Hintergrund auf Toilette. Sehr toll. Na ja, gut. Dann gebt mir noch einen Daumen nach oben. Vergesst das Abo nicht, dann verpasst ihr auch keine Videos mehr von mir. Und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss.